Liebe Kirchenbesucher, wir begrüßen Sie recht herzlich in einer der hervorragendsten Schöpfungen des bayerischen Barocks und in einer der einflussreichsten Zisterzienserabteien Altbayerns. An den Anfang möchten wir einen kurzen Abriss der Geschichte des Klosters und der Kirche stellen. Die Urzelle des Klosters war die heutige Friedhofskirche St. Peter, die bereits um das Jahr 735 von dem ersten Passauer Bischof Vivilo zu Ehren des heiligen Petrus geweiht worden ist. Knapp 400 Jahre später übernahmen um 1127 Augustiner Chorherren auf Geheiß des Bischofs Otto von Bamberg im Mündungsgebiet des Aldersbachs St. Peter als Stiftskirche. Für die Chorherren scheint die Aufgabe aber zu schwierig gewesen zu sein, da sie bereits 25 Jahre später weiter Richtung Reihersberg zogen. Am 2. Juli 1146 vollzogen dann die Spezialisten für Trockenlegungen und Urbarmachung im Mittelalter, Zisterziensermönche aus dem Kloster Ebrach, die sogenannten Weißen Mönche, die eigentliche Klostergründung. Und schon bald wurde St. Peter zu klein und die Weißen Mönche errichteten auf dem erhöhten rechten Ufer des Aldersbaches eine neue Kirche und Klostergebäude an der heutigen Stelle. Als Abteinrich der V. dann 1410 entgegen der Regel statt des üblichen kleinen Dachreiters einen richtigen Turm errichten ließ, dessen Grundmauer man heute noch sehen kann, nannte man ihn Heinrich der Verschwender. In seiner heutigen dreigeschossigen Form ist er Teil der prächtigen barocken Westfassade der Aldersbacher Klosterkirche. Diese Westfassade erhält ihre besondere Note durch die kunstvolle Marienfigur von Josef Deutschmann in der Nische über dem Gesims und durch die beiden Kulissenmauern, die das Erdgeschoss begleiten. Die beiden Reliefs zeigen legendäre Szenen aus dem Leben des heiligen Benedikt und des Klostergründers Bernhard von Clairvaux. Links stellt der Gotenkönig Totila den heiligen Benedikt auf die Probe, indem er seinen Schwertträger Rico als König gekleidet auftreten lässt. Doch Benedikt erkennt den wahren König und sagt: Lege ab, mein Sohn, was du trägst, gehört nicht dir. Rechts ist der heilige Bernhard dargestellt, der den Herzog Wilhelm von Aquitanien, der den rechtmäßigen Papst nicht anerkennen wollte, mit den Worten zurechtweist: Der ist ein Richter, in dessen Namen sich alle Knie sich beugen. Wir betreten nun die Kirche durch die gewölbte Vorhalle mit den Rokoko-Stuckaturen von Johann Baptist Modler, die erst um 1760 entstanden sind. Die Gemälde, die wahrscheinlich aus der berühmten Schule von Bartolomeo Altomonte stammen, sollen die Kirchenbesucher an die rechte Gesinnung beim Gottesdienst erinnern. Rechts seht, das Mahl ist bereit, an der Decke das Gleichnis der klugen und törichten Jungfrauen. Aperite portas ingrediatur gens justa custodiens veritatem. Tuet auf die Tore, das einziehe ein gerechtes Volk, das die Wahrheit sucht. Bevor man
die künstlerischen Einzelheiten betrachtet, sollte man die Kirche als Ganzes auf sich wirken lassen. Was einem dabei als erstes auffällt, ist die Größe, Helligkeit und Übersichtlichkeit des Raumes. Er ist im Innern 40 Meter lang, 21 Meter breit, Presbyterium 10 Meter und 20 Meter hoch. Zunächst sieht man nur die zwei Fenster beim Hochaltar. Alle anderen sind durch eingezogene Wandpfeiler nicht sichtbar. Ins Auge sticht auch die Steigerung der Seitenaltäre. Während sie rückwärts noch einfach und schlicht gestaltet sind, werden sie nach vorne zu immer kunstvoller und aufwendiger. Bis alles dann in einem der mächtigsten Hochaltäre Süddeutschlands gipfelt. Die Künstler des Barocks und des Rokoko wollten den Himmel auf die Erde herabziehen und für Gott einen prunkvollen Thronsaal bauen. In Aldersbach ist das in besonderer Weise gelungen. Doch versetzen wir uns zunächst noch einmal in die Zeit vor 300 Jahren. Der italienische Stadtbaumeister aus Landau, Domenico Mazzin, übergibt 1720 einen leeren, großen Raum an die Brüder Asam. Ein gelehrter Mönch oder auch der Bauherr selbst, Abt Theobald I., haben ein Programm für die Ausmalung und Ausgestaltung entworfen. Nun ist es an den beiden kongenialen Asam-Brüdern aufgegeben, das Ganze künstlerisch umzusetzen und Gestalt werden zu lassen. Das Generalthema der Aldersbacher Fresken ist die Erlösungsgeschichte der Menschheit, wie sie in der Bibel überliefert ist. In 5 Bildfeldern des Hauptraumes wird sie erzählt, angefangen von der Verkündigung an Maria im Eingangsjoch über der Orgelempore, die Darstellung der Geburt Christi in der Weihnachtsvision des heiligen Bernhard. Bernhardus nascente, ex verbo infante, magistro mellifluus ecclesiae doctor. Bernhard wurde der honigfließende Kirchenlehrer, in dem das zum Kinde gewordene ewige Wort ihm belehrte. Und dem Ratschluss der Erlösung, der Begegnung des Auferstandenen mit seiner Mutter am Ostersonntag. Der Himmelfahrt Christi bis hin zur Ausgießung des Heiligen Geistes im letzten Chorjoch. Besonders zu beachten ist in diesem Programm die betonte Einbindung der Gottesmutter, was natürlich auf das Patrozinium der Kirche und die Stellung Mariens im Zisterzienserorden zurückzuführen ist. Zehn Bilder aus der Passion Christi ergänzen das Programm vom Gemeinderaum und Presbyterium. Den übergreifenden Sinn des großen Deckenbildes, das sich über 3 Joche erstreckt, liefert das Schriftband am Rande des Freskos. Sic enim Deus dilexit mundum ut filium suum unigenitum daret. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat. In 3 Zonen baut Cosmas Damian Asam das Geschehen auf. Auf einer Balkonbrüstung zuunterst sitzt Bernhard als junger Mann und erlebt in einer Vision die Menschwerdung Christi. In der 2. Zone ist Christi Geburt dargestellt. In einem seltsamen Bau, halb Stall, halb Säulenhalle, beten der heilige Josef und die herbeigeeilten Hirten das göttliche Kind in den Armen der Mutter Gottes an. In den Jubelruf der Engelschar scheint auch die Aldersbacher Schwalbe mit einzustimmen,
die man direkt über dem Wort Enim finden kann. In der dritten Zone schließlich sieht man eine himmlische Szene. Vier Engel ziehen den schweren Vorhang weg, damit man einen Blick in den Himmel zu Gott Vater tun kann. Das anschließende Fresko zeigt den Herrn, der aus der Vorhölle und dem Grab aufersteht, umgeben von Adam, Noe, David und anderen Gerechten des alten Bundes. Rechts erkennt man Maria und Maria Magdalena. Am Jochbogen davor halten zwei Engel eine Kartusche mit der Widmung in Form eines Chronogramms. Credo Deo ex Maria Virgine Incarnato. Christus, dem Gottessohn, der in der Jungfrau Maria Fleisch geworden ist, wobei eine falsche Restaurierung aus Christo Credo gemacht hat. Alle großgeschriebenen Buchstaben der lateinischen Worte sind Zahlen, die zusammengezählt das Baujahr der Kirche ergeben, 1720. Unter diesem Auferstehungsbild ist der Erbauer der Kirche ab Theobald begraben. Auf dem Pflaster ist ein T eingraviert. Das Gewölbe des Presbyteriums ist mit zwei größeren Gemälden geschmückt, die die Thematik des Kirchenschiffes fortsetzen. Das Fresko über die Himmelfahrt Christi scheint von einem Gesellen der Asams zu stammen. Während das letzte Bild, die Ausgießung des Heiligen Geistes, wieder die Meisterhand erkennen lässt. Eine kühne Architekturmalerei komponiert die römische Peterskuppel in das Pfingstereignis hinein. Hier gilt es auch, Egid Quirin Asam, den Stuckateur, in besonderer Weise mit seiner Kunst zu würdigen, der bei der Gestaltung der vier lateinischen Kirchenlehrer sein überragendes Können zur Geltung bringt. Der heilige Ambrosius mit dem Bienenkorb, der die Beredsamkeit versinnbildlicht, der heilige Hieronymus mit dem Löwen, der auf das Büßerleben des Heiligen in der Wüste verweist. Der heilige Augustinus, dessen flammendes Herz seine Gottesliebe symbolisiert. Der heilige Papst Gregor der Große mit dem Sinnbild des Heiligen Geistes und der Tiara. Wenn wir nun unseren Blick etwas gegen Osten senken, erblicken wir den Hochaltar in seiner großartigen Pracht. Auf diesen hin zielt ja das ganze Bestreben der Künstler, die an diesem Gotteshaus mitgewirkt haben. Als Schluss und Höhepunkt beherrscht er das ganze Innere der Kirche. 1723 schuf der Passauer Bildhauer Joseph Matthias Götz diesen Hochaltar als Glanzstück der Ausstattung. Auf einer Gruppe von geschwungenen Säulen ruht der baldachinartige Aufbau. Dieser trägt einen geschweiften Aufzug, der von einer überwältigenden Figurengruppe fast vollständig verdeckt wird. Diese Figurengruppe mit 88 Engeln, die die heiligste Dreifaltigkeit umgeben, gehören zum glanzvollsten, was die Rokokozeit geschaffen hat. Voller Respekt hat Matthias Götz das Altarbild der Vorgängerkirche leicht zurückgesetzt und in den neuen Altaraufbau integriert. Es ist ein Werk von Matthias Kager aus dem Jahr 1619
und zeigt eine allegorische Darstellung mit der sogenannten Lactatio. Der heilige Bernhard kniet vor der Mutter Gottes und wird von der Milch der Weisheit genährt. Zwei mächtige barocke Seitenfiguren, Petrus mit dem Schlüssel und Paulus mit dem Schwert, flankieren das Gemälde. Über dem Tabernakel steht die berühmte Marienstatue, die Hans Degler aus Weilheim 1620 für die Vorgängerkirche geschaffen hatte. Der Tabernakel besitzt einen Drehmechanismus, so dass man durch Drehen jeweils die Büsten des heiligen Johannes und des heiligen Papstes Urban oder die Gemälde Ecce Homo und die schmerzhafte Madonna erscheinen lassen kann. Die dreiteiligen, ebenfalls drehbaren Schreine, rechts die Büste von Papst Urban I. und links Johannes der Täufer, enthalten Reliquien. Wenn wir nun unseren Blick zurückwenden Richtung Eingangspforte, sehen wir zunächst das Chorgestühl, eine glänzende Spätrokoko-Arbeit aus Nussbaumholz und mit Intarsien geschmückt. Die Schreinerarbeit stammt wahrscheinlich von Frater Kaspar Grisemann. Das Bild auf der rechten Chorseite zeigt David mit der Harfe und auf der linken Seite die heilige Cäcilia mit der Orgel als Patronin der Kirchenmusik. Signiert von Bartolomeo Altomonte von 1761. Durch das Hochklappen der Sitzbretter konnten so die Mönche sitzenderweise das lange Stehen überdauern. Die Sakristei entstand ca. 1730 und scheint wohl von Frater Kaspar Grisemann kunstvoll gefertigt. Längsseits befindet sie sich an der Westwand, während den fünfteiligen Südschrank im Mittelfeld eine schöne Rokoko-Marienstatue ziert, die wahrscheinlich von Wenzel Johann stammt. Das von Jakob Zeiler im Jahr 1746 bemalte Deckengewölbe zeigt das Opfer des Zacharias im Tempel und die Bestätigung des Zisterzienserordens durch Papst Calixtus II., signiert von Jakob Zeiler. Von den wertvollen Geräten der Klosterzeit ist noch eine barocke Monstranz um 1690 mit Emails in Rosaten erhalten.
zwei Frontwände, die das Chorgestühl beiderseits vom Gemeinderaum abdecken, umschließen vergoldete Reliefs mit Szenen aus dem Leben der Äbte und Ordensheiligen Alberich und Bernhard. Weiter Richtung Westen kommen nun die Beichtstühle in unser Blickfeld. Ebenfalls sehenswerte Arbeiten aus den Werkstätten des Klosters. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Puttenpaare von Josef Deutschmann, von denen man sagt, sie würden auf die Gewissensqual vor der Beichte und auf die Erleichterung danach hinweisen. Es scheint sich jedoch um eine Versinnbildlichung der letzten Dinge des Menschen zu handeln. Tod, Gericht, Hölle und Himmel. Unser Blick schweift hinüber zu der eindrucksvollen Kanzel, die 1748 von Josef Deutschmann vollendet wurde. Charakteristisch für diese Kanzel sind die vielen Reliefdarstellungen, die alle in Gold gefasst sind. Sie beziehen sich alle auf die Bedeutung der Predigt. Paulus in Korinth, Jonas in Ninive, der unfruchtbare Feigenbaum, der reiche Fischfang, der Zwölfjährige im Tempel und das Gleichnis vom Seemann. Dazwischen an den Ecken die Symbole der vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Das Relief an der Rückseite erinnert daran, dass Jesus vom Kreuz herab den heiligen Bernhard umarmt haben soll. Auf dem Schalldeckel predigt Johannes der Täufer, umgeben von den damals bekannten vier Erdteilen Asien, Europa, Afrika und Amerika. Wenn wir nun abermals von der Eingangspforte Richtung Hochaltar blicken, erschließt sich ganz deutlich die gewaltige Steigerung des dekorativen Aufwands der Seitenaltäre. Diese Steigerung ist angelegt auf den Höhepunkt hin, auf den Hochaltar. Die rechte Seite beginnt mit dem Walburgisaltar, dessen Hauptbild die heilige Walburga darstellt. Die Schwester des heiligen Willibald, gestorben 779 als Äbtissin in Eichstätt. Den nachfolgenden St. Bernhards Altar bezeichnet man auch als Oettinger Altar, weil hier eine Nachbildung der Altöttinger Muttergottes steht. Der heilige Bernhard sieht die Gottesmutter und die Erlösung der armen Seelen aus dem Fegefeuer. An der Wand der Gedenkstein für den Erbauer der Aldersbacher Kirche, Abt Theobald I. Grad. Ein Vogel, der zur Sonne aufsteigt, trägt sein Wappen, das T, mit dem Motto Tibi Soli, dir allein. Das Altarbild des Dreikönigsaltars zeigt die Anbetung Jesus durch die heiligen drei Könige. Auf dem Altar die Reliquien des heiligen Märtyrers Valerius, die dem Kloster zur 600-jährigen Gründung von Rom geschenkt wurden. Der 9-jährige Knabe hält die Siegespalme und einen Glasbehälter mit seinem Blut in den Händen. Der letzte rechte Altar außerhalb des marmornen Kommuniongitters ist der Johannesaltar. Das Bild Johannes predigt den Juden stammt von Cosmas Damian Asam, ca. 1720. Im Glasschrein die Gebeine des Märtyrers Velicianus. Die Seitenfiguren stellen den heiligen Georg und Florian dar. Diese rechte Epistelseite erreicht ihren Höhepunkt in der Gestaltung des Kreuz- oder auch Sakramentsaltars. Vier gewundene Säulen umrahmen das Altarbild von Johann Georg Bergmüller,
welches die Kreuzabnahme darstellt, nach einem Motiv von Peter Paul Rubens. Das ewige Licht verweist auf das Allerheiligste in dem wunderbar gestalteten Drehtabernakel, darüber die Büste des heiligen Josef als Seitenfiguren, die heiligen Stephan und Laurentius. Auf der linken Seite stellt sich nun die gleiche Steigerung dar. Beginnend mit dem Magdalenenaltar, dessen Hauptbild von Nikolaus Stuber Maria Magdalena zeigt, die nach der Legende den Rest ihres Lebens in einer Grotte bei Marseille zugebracht haben soll. Im oberen Teil eine Darstellung des Gnadenbildes von Samurai Maria Schutz. Ebenfalls von Nikolaus Stuber stammt das Hauptbild des folgenden Schutzengelaltars. Darüber der Schutzpatron gegen die Pest, der heilige Rochus. Die Figur zwischen den Reliquien ist wohl eine Nachbildung des gegeißelten Heilandes aus der Wieskirche. Zwischen dem zweiten und dritten Seitenaltar befindet sich die Loreto-Kapelle. Von der österreichischen Adelsfamilie, derer von Mansdorf, wurde die an der Nordwestseite des Langhauses befindliche Loreto-Kapelle 1739 gestiftet. Sie entspricht der damalig typischen Form der Loreto-Kapellen. Die Wände imitieren Backsteinmauern mit Rissen und Freskoresten. Die Rückseite ist eine Empore mit bemalter Brüstung, Engel, Kartuschen und Vasen. An der Ostseite trennt ein Gitter den Altarraum. Hinter dem Altar ist die Nachbildung eines Kamin Sacro Camino und in der Vertiefung die Nachbildung des von Rauch geschwärzten Gnadenbildes. Nach der Legende soll in der Loreto das Haus von Nazareth stehen. Circa 50 Votivtafeln bekunden Frömmigkeit und Volkskunst. Unter der Loreto-Kapelle befindet sich die Klostergruft, in der 31 Mönche ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Darunter auch der 44. Abt Paulus Genzker, der Klosterbibliothekar Pater Michael von Mansdorf und der Kunstschreiner Frater Kaspar Grisemann. Auf dem Altarbild des folgenden Benediktus-Altars hat der Maler Andreas Matt aus Vilsoven den Tod des Heiligen dargestellt. Die Wachsfigur in dem Glasschrein, die den heiligen Nepomuk darstellt, verweist auf die Heiligsprechung und Verehrung des Heiligen zur Zeit der Erbauung der Aldersbacher Klosterkirche. Der nächste ist der Ursula-Altar, von Cosmas Damian Asam gemalt, zeigt das Martyrium der heiligen Ursula mit ihren Gefährtinnen durch die Hunnen. Als Reliquien gelangten ein Arm der Heiligen und 6 Häupter ihrer Gefährtinnen durch 2 edle Frauen bereits 1351 von Köln nach Aldersbach. Zu beiden Seiten des Altars sehen wir die Statuen der heiligen Barbara und Katharina. Wie auf der rechten Seite wird auch hier auf der linken Seite der aufwendig gestaltete Marienaltar von 4 Säulen eingerahmt. Das Hauptbild, wieder von Johann Georg Bergmiller, stellt die Heimsuchung Mariens dar. Und im Oberbild Maria als Ordenspatronin der Zisterzienser. Über dem Altar ihre Büste von Wenzel Johann.
Ein besonderes Kunstwerk ist Egid Quirin Asam, dem begnadeten Stuccator mit der muschelartig geschweiften Orgelempore gelungen, die von zwei Atlantenengeln getragen wird. In der Mittelachse sehen wir eine reiche Kartusche, die ein Gemälde Mariens mit dem Klosterwappen umschließt. Leider fehlt der vormals krönende Abschluss der Empore, nämlich der reich verzierte Orgelprospekt aus der Rokokozeit, der im Zuge der Säkularisation mitsamt der Orgel in die Pfarrkirche Vilshofen verbracht wurde. Besonders in den Klöstern des Zisterzienserordens waren am Eingang Portenkapellen, Cappella Antiportam, üblich, weil die weißen Mönche ihre Kirchen den Laien und vor allem den Frauen verschlossen hielten. 1297 wird erstmals eine Portenkirche erwähnt. In ihrer jetzigen Form wurde sie unter Abt Theobald II. Im Jahre 1767 wahrscheinlich von dem Passauer Dombaumeister Johann Michael Schneidmann erbaut. Die beherrschende Spiegeldecke nimmt ein großflächiges Fresko von Matthäus Günther ein, dessen Hauptthema von den sieben Schmerzen Mariens geprägt wird. Wobei das siebte Bild auf einem nach Aholming bei Plattling verkauften Altar zu sehen war. Den prächtigen Stuck hat ziemlich sicher Johann Baptist Modler gestaltet, der zu der Zeit auch in der Prälatur des Klosters beschäftigt war. Um den einstigen Altar malte Günther ein Fresko, das Dionysius Areopagita zeigt, wie er beim Tod Jesu die Sonnenfinsternis schaut. Wenn man die Portenkapelle in ihrem heutigen Glanz betrachtet, kann man sich kaum vorstellen, dass sie jahrzehntelang als Lagerhaus und Pferdestall missbraucht wurde. Auf ihrem Weg durch die Jahrhunderte hat die Aldersbacher Kirche viele Schicksalsschläge und Veränderungen erfahren und ist dabei in ihrer heutigen, wundervollen Gestalt als besonderes Kleinod in der so reichen Kirchengeschichte Niederbayerns erhalten geblieben. Doch nun steht die Kirchengemeinde Aldersbach vor einer neuen, schweren Herausforderung. Eine Generalsanierung ist notwendig geworden, die viele Millionen verschlingen wird, um dieses Gesamtkunstwerk Aldersbacher Klosterkirche zu erhalten und in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.